Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survival mit dem Minjas, dem alten Haudegen. Guten Abend. Es ist dunkel und es ist guten Abend. Also in Wirklichkeit ist es auch guten Abend. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Guten Tag, Herr Minjas. Wir befinden uns in dem Bauch des Raumschiffs. Wir haben uns gedacht, wir bauen ohne euch ab, denn das ist so langweilig wie Erz abbauen. Und wir waren im Keller des Raumschiffs, das steckt in der Erde. Ja. Und hier waren, also man sieht es jetzt nicht mehr, wir haben auch die Container gleich mit abgebaut. Hier waren so 2-3 Container mit ein bisschen Stuff drin. Außerdem können wir oben was, irgendwo wollte ich was zeigen. Übrigens, hier ist bestimmt noch was. Also wir haben jetzt keine Verdampfermunition mehr. Hier ist bestimmt noch was zu holen. Da bin ich mir fast sicher. Wir müssen dann vielleicht nochmal zurückkommen. Ich bin wieder im Aufzug. Ganz nach oben? Nicht ganz nach oben. Das erste Mal links raus hier. Warte. Hier vorne wirst du gleich sein. Hier. Weißt du? Aha. Und jetzt kommen wir hier hinten, sind halt diese. Hier unter uns muss noch was sein, da bin ich mir sicher. Aber was ich dir eigentlich zeigen wollte, sind halt diese komischen. Gehen wir hinten ran. Okay. Diese komischen. Schade, dass nicht Tag ist. Ja. Ist wohl wahr. Ja, für mich sieht es ganz gut aus. Machen wir hier Licht an. Für die Zuschauer. Hier. Komm, ich nehme mal kurz die Lampe mit. Okay, habe ich. Ja, hier ist noch einer. Hier. Yeah. Das sind Kondensatoren. Vielleicht bringen die ja noch was. Wo siehst du denn? Oh, yo. Habe ich auch noch nicht gesehen halt. Krasse Scheiße, ja. Guck mal. Ja, schwer zu sagen. Die Kisten hast du schon alle leer. Wir haben das komplette Schiff geraubbaut. Es ist halt Nacht. Also wir haben mal gedacht, das wird... Draußen ist eine Drohne. Moment. Draußen ist eine Drohne. Ja. Über uns. Kurz noch was essen. Ich blinke rot. Ja, mach. Du blinkst rot. Ja. Okay. Essen blinkt rot. Ja, hier ist halt mit Sicherheit über noch Stuff zu holen. Wir haben leider keine Verdampferladung mehr dabei, Lass uns mal hier raus, wo bist du? Da. Wo? Die Kisten abgebaut. Ja. Hier ist nämlich noch eine riesen, guck dir mal das Ding an, Schubdüse. Hier. Boah. Wo ist die Drohne? Da oben ist überall die Drohne, Moment. Gibt's die richtig, oder? Ja, machen wir nachladen. Oh, Munition. Schönes Ding. Mal gucken, ob sie jetzt wieder durchbackt. Ne, diesmal nicht. Hast du so? Siehst du so? Ja, die ist auf dem Dach. Kommst du hin oder soll ich? Bin hinter dir. Auf der anderen Seite ist halt auch nochmal so, wie hießen die Dinger gerade? Oh, hier sind ja auch noch Schubdüsen oben drauf. Machen wir die auch noch weg? Ja, ich bin jetzt drin gefallen wieder. Pass auf, da sind Löcher im Dach. Ich habe die Drohne auseinandergenommen. Die hat übrigens auch noch Munition dabei gehabt, netterweise. Herzlichen Dank. Ah, hier sind auch. Wunderbar. Dann baue ich die gerade mal ab. Ja, dann gehe ich auf die andere Seite von dem Ding. Hab ich. Alter, damit können wir uns jetzt schon richtig gut was zusammenbasteln. Ja, wir werden auf jeden Fall... Okay. Sind hier noch mehr? Oben auf dem Dach? Nö. Sind nur eine gewesen? Oh, jetzt zeigt es falsch. Wo waren die andere Schubdüse? Irgendwo hier außen, wa? Ich hab hier auch nur eine, scheinbar, ja. Die andere schon abgebaut? Ja, die fehlt ja. Ja, vielleicht hat sie aber, war sie nie da. Hier sind noch 2 Container, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ja, wir haben leider keine Warn-CPU gefunden, weil das Ding halt keine Geschütze drauf hat, wie es jetzt im Livestream der Fall war. Da kriegt man dann entsprechend diese Advanced-CPU direkt raus. Aber wir haben Neodymium gefunden und das ist was hier auf Akura nicht vorhanden ist. Man sieht das hier auf M, siehst du die Materialien, die hier praktisch verfügbar sind. Und Neodymium haben wir jetzt aus dem Raumschiff bekommen. So, ich habe nochmal den Aufzug hier abgebaut. Wie sieht denn aus, Herr Fleisch? Aber wollen wir uns auf den Rückweg machen? Wir können ja später nochmal herkommen. Ja, auf jeden Fall machen wir uns auf den Rückweg. Gucken wir nochmal hier die Container nach und dann... Mal hier drin. Geht die wilde Fahrt los hier. Leider ist es so dunkel, es werden euch gerne das Raumschiff auch am Tag gezeigt und so weiter. Ich meine, oben das Cockpit selber war eigentlich mehr Deko. Und hat nicht so. Was ist denn hier für ein. Ja, das, also wir sind noch nicht fertig mit dem Raumschiff, auf jeden Fall. Okay. Müssen wir nochmal herkommen. Ja. Also, wir haben Neodymium, das ist das Wichtigste. Machen wir mit unserer Restverdampferladung das Prometheum leer? Ich habe ja, wie gesagt, keine Verdampferladung mehr. Achso, ich würde aber fast eher vorschlagen, dass du Dings holst. Den Eisen. Ich hatte ja auch Eisen gefunden. Weißt du, wie schmein? Ja, aber Schipperit brauchen wir auch, ne? Ja, Schipperit. Ich habe jetzt noch 29 Promethium Pellets und 25 Erz.
Okay, na gut, also, dann haben wir genügend. Das ist oh okay. Gott, oh Gott. Was ist passiert? Nee, ich habe immer Angst. Hast du gegessen? Sag mal, hast du noch nie was essen müssen? Doch, ich habe schon gegessen. Und zwar. Oh Gott, ist das weit! Leckere Dings, ja? Ja, ja. Oh Gott, das ist ja richtig weit. Ja, ja. Ich schlage den Landweg vor. Ich werde die linke Seite, gell? Ja. Wo bist du denn? Ich würde gerne mit dir laufen. Ich würde gerne mit dir gehen. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben uns jetzt doch entschieden, das lange Zurücklaufen rauszunehmen, denn wir sind eigentlich nur lange gelaufen, haben viel Scheiße gelabert, mehr als sonst, ne? Mehr, ja. Also nicht mehr viel als mehr als sonst, aber war so. Ich auf die Uhr geguckt. Was uns aufgefallen ist, irgendwann läuft der nicht gerade. 3 Minuten oder 3 Stunden sind noch jetzt angeblich, bis wir. Ja, jetzt sind es 3 gerade. Eben vor wenigen Sekunden waren es noch 3:40, ne? Naja, also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, vielleicht durchs Laufen oder so, dass wir gegen die Planetenrotation gelaufen sind. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten gebraucht zurück. Und das wollten wir euch echt nicht geben. Das war einfach nur Nacht laufen und labern. Wenn du mich lässt, packe ich alles rein. Pack mal rein. Ich fülle jetzt erstmal den Strom auf und setz mal deinen Helm ab. Ja. Oh, das ist eine gute Idee, das mache ich zuerst. Jetzt hast du ihn aufgesetzt, war ein Spaß, nämlich. Ne? Hast du mich gerade getrollt? Ja. Du kleiner. Du feige Sau. Du kleiner. Ich habe übrigens auch Pflanzkübel. Exakt. Oder hast du die, waren das deine? Ich hatte. Nee. Achso, doch, das waren meine, ja. Aber waren meine, weil. Oh, ich habe auch Advanced CPU. Das war wahrscheinlich von den Reaktoren oder sowas in der Art. Reaktor. So, pass auf. Machen wir Sachen. Ich brauche mal ein Baulicht. Kannst du mir noch mal ein mobiles Baulicht machen? Kann man das hier drin? Ja, ich meine ja. Dann schaue ich mal ganz kurz nach. Mobiles Baulicht. Baulicht 2. Ja, läuft schon. Alter, wir können alles bauen. Alles. Ist doch super. Dann machen wir direkt eine Starterplattform. Und alles. Ein Flatten-Tool habe ich. Dass wir direkt die Basis beginnen. Wir machen uns jetzt einen schönen fetten Raum da unten. Starterplattform, Basisstarter, bräuchte noch. Ach, hier sind sie doch. Zack, Basisstarter läuft schon. Dann Tagfahrlicht, Tag hier, oder? Hätte ich gerne. Appellicht. Willst du mir helfen kurz beim. Wenn du das Ding startest mal. Ja. Läuft schon. Ich wollte noch irgendwas. Achso, hier. Wieso habe ich jetzt noch 2 Essenspakete mit dabei? Ja, haben die auch gelootet oder hast du auch welche? Ich habe keine. Du hast gar keine. Ich habe gar keine. Hast du keinen Hunger? Weil ich habe schon einmal essen müssen. Nee, ich habe zwischendurch immer ein bisschen Pflanzen in mich reingeschaufelt. Okay, gut, also wenn du Hunger hast, bin ich nix. Naturboy. Das ist schwierig. Was ist mit dem Sturmgewehr direkt, oder? Schwierig. Munition. Lass uns erstmal hier die Basis bitte machen. Ja. Machst du bitte noch ein Baulicht? Noch eins. Läuft. Ja. Ah, Verdampferladung. Mach ich schon. Verdampferladung wären klasse. Ja, mach ich für jeden 3. Den Constructor groß meinst du doch bestimmt, ne? Nicht ja, aber wir müssen erstmal, mach erstmal andere Sachen. Mach erstmal. Elektronika. Wir rüber. Müssen den Constructor groß und dann machen wir direkt einen Constructor Advanced. Wenn ach so, daraus macht man Instructor, ja. Constructor Advanced. Genau. Okay. Interessant. Dann mach ich einen Generator. Ich mach einen Fuel Tank. Genau. Und ein Core beugt nicht. Und dann direkt ein Constructor groß. Ja, was soll's? Was soll der ja jetzt? So, wo bist du? Ah, im da. Keller. Und noch eine Baulampe wäre cool, aber. Oder wir setzen die ein bisschen tiefer. Ich hab sie bei. Stell mal hier so auf den Absatz. Wir müssen aufpassen, die backen leicht weg, wenn da drunter irgendwie. Ja, das ist irgendwie jetzt neu. Das ist auch zum Beispiel die. Komischen Dings. Meinst du Konzept dahinter? Fuck you, Alter. Dein Konzept, ja. Nee, die Basis steigt runter, oder? So tief machen wir das nicht. Das war super, ja. Stell mal hier eine Lampe auf. Direkt blind. Perfekt. So, warte, ich hab hier noch Verdampferladung. Manchmal hier 2, 1. In Heike laden. Passt eigentlich. Hier. So. Ablegen. Licht. Hast du schon ein Starter-Kit warm? Jo, halt in der Tasche. Dann lass uns mal den Boden möglichst gerade schon mal machen, dann werde ich das gleich plätten. Ich plätte das. Plätte das. Ich bin ziemlich geplättet. Ich wette, ich plätte. Hast du gerade die Lampe erwischt, du Profi? Ups. Ja. Ja.
Habe ich wohl. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Strahl so weit geht. Ich werde mal die Lampe oben holen und eine Decke kleben. Ich glaube, da ist es sicherer als ein Boden. Hat sie jetzt eine Decke kleben? Siehst du? Wow. Wow. Das war einfach. So, warte mal, lass uns mal. Nimmst mal die Basis in die Hand. Also den Starterblock. Warte mal, ich nehme mal. Der ist ja so groß wie das ganze Ding hier. Ja, genau. Du musst mir jetzt sagen, wo du ungefähr noch Unebenheiten. Also du bist wahrscheinlich noch einige gesehen am Anfang. Ja. Da, genau, links weiter, jetzt links von dir, die Ecke. Warte mal, ich muss jetzt gucken, was einebnen ist. Entfernen. Linke Maus hast du. Nee, das ist auf. Genau, die haben das. Da ist immer noch ein Bug drin. Jungs und Mädels Programmierer, ihr habt noch einen Bug. So? Jetzt von dir aus gerade. Ja, genau da. Genau die Richtung. Alter. Gut. Jetzt hier vor mir links. Hier? Ja, genau, da. Und jetzt nochmal vor mir rechts. Scheinbar. Woran kann es jetzt noch liegen? Ist in der Mitte irgendwie noch ein. Nö, war? Kann doch hier so ein bisschen, ja, so. Jetzt immer noch nicht. Jetzt rutscht runter. Genau, hier mal rum. Das könnte jetzt gleich soweit sein, dass das jetzt hier passt. Immer noch nicht, Mann, Minjas. Woran hängt's denn noch? Das sagte mir leider nicht. Oh, jetzt wart kurz, warte, jetzt hier. Ist ein ganz minimal Stück. Gib mir 2 Sekunden. Hier, wart. Ah, jetzt. Okay. Ich hab dich eingebaut, ja. Ja, ist nicht schlimm. Ich wollte nur die Brocken erst wegnehmen. Übrigens noch Innenblock, die kann ich hier einbauen. Ja, egal. Ja, noch nicht. Dick eingesammelt. Wird man hier sowieso mehr verwenden, oder? Also die vielleicht die anderen glatten für die Wände und das mehr für den Boden oder so. Ja. Ich mach erstmal ein bisschen größer. Gut, wir gehen dann, wir machen jetzt so einen Vorraum, wo wir einfach jetzt erstmal den Generator hinstellen. Ich werde die Decke noch ein bisschen abtragen. Ich guck mal den Stoff. Hol mal den, was wir brauchen. Dann haben wir eine zweite Folge, nämlich hier schön Grundlagen geschaffen. So, also Generator klein steht. Wir haben übrigens noch 260 Schuss. Der Mike direkt Rumpfblöcke noch. Rumpfblöcke? Klingt schwierig. Rumpf? Was brauchen wir noch, Dinger? Was brauchen wir noch? Irgendwie schon mal einen Kühlschrank für unten? Ja, das wäre aber nur, wenn wir jagen gehen. Also da brauchen wir Wumsi erstmal zu, würde ich sagen. Wumsi? Ne, mach erstmal Generator, was soll das Grundlagen? Ja, ich hab alles fertig, was wir jetzt da einstecken können. Ja, mache ich jetzt ein Tor in das Ding hier rein. Dünn. Wir wollen auf jeden Fall eine Hallblock, damit wir das hier vergrößern können. Ja, die crafte ich gerade noch. So, sag mir mal, wo du was hin haben willst. Also ein Energietank möglichst irgendwie in die Ecke, dass wir da noch ein Räumchen dran basteln können. Also vielleicht hier so drauf und dann, weiß ich, auf eine der Bodenblöcke in die Ecke. Genau, und dann machen wir hier noch eine Wand davor. Also nehmen wir das hier in eine Wand, weißt du? Hier eine Wand. Ja. Dann machen wir hier irgendwie eine Tür rein und. Ja, dann lass uns das dann noch ein bisschen hier erweitern. Aus. Ja. Jetzt mal dahinter den Generator. Ja, der Generator braucht nämlich, aber du hast keinen Platz, hast noch Blöcke für den Boden? Mach ich gerade oben. Dann stürze ich gleich. Jetzt mal wieder dahinter. Sind die eigentlich billiger, die Boden? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Welche machst du denn? Machst du jetzt Bodeninterieurblöcke? Beide habe ich gemacht. Oder beide mache ich. Sind die billiger? Stahlplatte und ein Kabel. Und die anderen brauchen nur Stahlplatte. Also
Welche? Also die Rumpfblöcke, die normalen. Also wenn die Rumpfblöcke billiger sind, machen wir die. Brauchen zwei Stahlplatten und die anderen brauchen eine Stahlplatte und ein Kabel. Das ist doch schön. Oh, übrigens, die Sonne geht wieder auf. Yay. Da hinten ist eine Basis, müssen wir hin. Schwierig. So, ich hab jetzt 20-20 haben wir jetzt. Ja komm, dann Generator drauf, dass wir uns Licht reinkriegen, vielleicht noch ein Licht. Mhm. Weil ich jetzt das Baulicht glaube. Alter, wir haben 41 Computer, kriegt die Tür nicht zu. Wir können alles bauen, was wir wollen. Für immer und ewig. Geil. Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Schon ein sehr guter Start hier. Ein sehr, sehr guter Start. Licht. Wir haben Licht. Sehr gut. So, dann mach ich hier. Nochmal zwei Reihen ran. Die inneren Blocks. Genau. Dann würde ich hier jetzt den. Dahinter stellen. Also, genau, also nicht wo ich stehe, sondern praktisch hier, wo der Energietank anfängt. So. Ich fülle das mal auf. Wir haben Energie auf der Sache. Das heißt, wir können hier mit Y anmachen. Sehr gut. Gut. Constructor drauf. Gleich Advanced Constructor bauen, weil wir haben jetzt. Ja, der. Du warst auf einmal weg. So, wo wir den Constructor hin haben? Einfach mal. Warten. Runtergerutscht. Constructor auf jeden Fall irgendwie. Hast du noch Blöcke, dass wir das hier noch erweitern? Ja, klar. Nimm ich mal die hier. Genau, erstmal machen sie. Genau. Oh. Wir können das ja später noch umbauen. In die Wand basteln hier? Ja. Ja, passt. Können wir ja noch ausbauen dann. Gut. Wir sollten halt jetzt nicht ganz so weit Richtung wieder Eingang gehen, weil es ja lieber in den Berg nach hinten raus. Ja, ja, klar. Guti, haben wir einen Constructor, dann machen wir direkt Stuff raus und Advanced Constructor bauen. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal diese Folge zu Ende. Ich denke auch, ja. Hab ich eigentlich angesagt? Nee, du hast angesagt. Nee, ich habe ja angesagt. Ich sage herzlichen Dank für das Zuschauen. Lasst uns einen Daumen oben da. Unter Umständen so ja ein überlange Daumen. Könnte nämlich hier auch sein, jetzt in dem Fall. Nee, wir werden fast 10 Minuten rausschneiden. Also 10 Minuten, bist du nicht ganz dicht. Könnte sein. Unsere super Gespräche. Ja, gut. Lieber kürzer, ne, als Langeweile. Grundlagen sind gelegt. Staffel 3, wir kommen. Wir sind da. Tschüss. Tschüss.